Hey Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Wir schauen uns Gravity Heroes an. Das ist ein 2D-Plattformer-Arena-Shooter. Aber den kann man lokal spielen. Ich glaube sogar nur lokal. Soll aber auch eine Singleplayer-Kampagne haben. Koop-Modus gibt es auch noch zusätzlich, sowas wie so ein Überlebensmodus. Ich glaube, es gibt auch noch Spielmodi, wo man gegeneinander spielen kann. Ich habe einen Key bekommen. Das Spiel gibt es für 8,99 € auf Steam. Und wir spielen da einfach mal kurz rein. Ich habe mir das jetzt noch nicht großartig angeschaut. Gucken wir mal, was haben wir denn hier alles so? Kampagne für 1 bis 4 Spieler. Kann man auch im Koop spielen. Unterschiedliche Spielmodi. Tutorial wäre vielleicht gar nicht mal so blöd. Ja, ich will aber erst mal ganz kurz gucken, was gibt es denn hier überhaupt für Spielmodi? Versus und Survivor. Genau. Kann man mit 3 anderen Leuten zusammen, ja, schauen, wie lange man zusammen überlebt. Oder man spielt halt gegeneinander. 2 bis 4 Spieler. Okay. Gut, dann schauen wir uns mal eben das Tutorial an. Schon allein aus dem Grund, damit ich weiß, wie die Tasten hier belegt sind. Das ist jetzt auch schon wieder was ganz Tolles. Warum? Ach, okay, man muss das jedes Mal hier wählen, wer mit Keyboard spielt und wer... Okay, alles klar. Gut, ich habe nichts gesagt. So, es gibt natürlich unterschiedliche Charaktere. Abel haben wir hier mal einmal El Tostador, Nala, Magnus. Ich nehme hier Magnus. So, mit Y kann man die Items wechseln, mit RB kann man Item benutzen. Das klingt doch schon mal ganz gut. So, Basic Moves. Wahnsinn, man kann springen. Gut, dass mir das einer sagt. Na komm schon. Endlich, so. Tada! Geschafft, gibt sogar ein Häkchen. Walljump. Okay, das ist aber nicht dieser typische Walljump, sondern das ist einfach mehr so an der Wand hochrutschen. Super, das hätten wir dann auch geklärt. Genau, man kann die Anziehungskraft ändern. Achso, das geht auch mit dem rechten Stick. Das ist ja sehr praktisch. Hallo, und man kann auch während man in der Luft ist dann noch... ja, die Anziehungskraft ändern. Das ist ja schon... Ha! Gar nicht mal so blöd. Gut, schießen mit RT. Alles klar. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Geht aber eigentlich ganz gut vor der Hand, dass man mit dem rechten Stick dann... Ich spiele das hier natürlich mit Gamepad. Die Anziehungskraft ändern kann. LT und L. Ach so, okay, ja gut. Dann kann man rückwärts gehen und trotzdem dann noch in die andere Richtung schießen. Nach vorne schießen in dem Fall. So, was gibt es denn hier für Items? Mit B kann ich dir einsammeln. Was haben wir denn hier? Standen da Full Energy und Grenade. Gut, mit Y kann man dann die Items durchwechseln. Alles klar. Kann ich den Granaten werfen? Ja, okay. RB, das war schon... Oh, du wirfst sie aber nicht so weit. Mal gucken, wenn ich gedrückt halte. Ah, okay, gut. Man kann auch die Stärke variieren. Alles klar. Gut, gut. Erste Hilfe. Ja, okay. Was zum Wiederbeleben? Okay,
Es gibt ein Item, mit dem wir uns wiederbeleben können. Und wenn wir tot sind, wird es automatisch genutzt. Wir können aber auch Freunde wiederbeleben. Ach, dafür brauche ich dann... Okay, dafür brauche ich dann auch das Item. Also ist jetzt nicht so wie in anderen Spielen. Einfach eine Taste drücken. Und das ist dann... Ja, okay, das ist dann auch instant. Alles klar. Ghost Stunning. Okay, man hat sogar hier so einen Geist, mit dem man dann Gegner stunnen kann, wenn man tot ist. Der ist ja auch interessant. Und der Geist kann dann hier auch Energie einsammeln und wenn wir genug Energie haben, dann kann man zurück zur Leiche fliegen und sich damit dann wiederbeleben. Das ist eine ganz coole Idee. Ja, gut, habe ich doch jetzt gemacht. Okay, ich habe mich wiederbelebt. Warum passiert hier gerade nichts weiter? Egal, okay. Gehen wir mal kurz zurück. Dann schauen wir eben noch mal ganz kurz in den Kampagnenmodus, wie das ganze Ding abläuft. Gibt es normal und hart? Hart muss man erst freischalten, wahrscheinlich indem man normal durchspielt. Und ich nehme natürlich wieder Magnus. Alles klar, was haben wir denn hier? Mission. Missionsbeschreibung. Da unten dann quasi die Karte. Kann sich die Sachen dann auch noch so ja, halbwegs anschauen. Unterschiedliche Stages. Dann kommt an dritter Stelle immer Bosskampf, so wie es scheint. Gucken wir mal rein. Sieht auf jeden Fall vom Artstyle echt nett aus. Gefällt mir. Gut, dann noch so ein paar Dialoge, die jetzt nicht so interessant sind. Beziehungsweise keine Ahnung, ob die interessant sind, aber ich will hier gerade so ein bisschen mal gucken, wie das Ganze sich spielt vom Gameplay her. Wäre natürlich jetzt echt schlecht. Die nächste Welle startet in 10 Sekunden. Wenn da irgendwas Wichtiges drin gestanden hätte, weil ich habe es mir jetzt ehrlich gesagt nicht durchgelesen. Okay, gucken wir mal. Die sind aber schon ein bisschen zäher, die Typen, oder? Aber ich kann ja... kann ja ausweichen. Also man muss schon sehr viel hin und her. Ja, das war wieder super. Nein! Das ist gerade nicht so gut. Item! Was ist denn das? Ich würde gerne... Ja, da gibt es eine Waffe. Okay. Das ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Mit dem Stick dann immer... Komm schon. Wow. Das war ja jetzt eine schwere Geburt. Über die Hälfte der Lebenspunkte verloren. Daher kriegen wir noch ein Item. Dass man dann auch so hin und her fliegen kann, ist halt schon sehr... Ach, okay. Ja, gut. Kriege ich dadurch Schaden durch die Granate, ist die große Frage. Ich glaube schon, dass das richtig Laune macht, wenn man das vor allen Dingen mit mehreren spielt. Singleplayer ist halt immer so eine Sache bei so Koop-Spielen, die, also Spiele, die primär für Koop sind. Ist natürlich die Frage, wie gut dann die Kampagne ist. Ob man die auch wunderbar dann, ob die halt auch so interessant ist, dass man sie halt auch alleine spielen will letztendlich. Darauf läuft es dann hinaus. So, du bist explodiert, das ist schlecht und ich bin gleich tot, das ist auch schlecht. Ansonsten haben wir hier noch irgendwas Tolles. Ja. Okay, das ist jetzt alles nicht so cool. Nächste Welle kommt gleich, aber ich würde auch schon sagen, dass...
ist halt echt. Das ist echt, ja, das ist eine coole Idee mit Gravitation und so, aber das ist halt. Ja, toll. Er hat mich zerquetscht. Gewöhnungsbedürftig. Aber nun gut. Das sollte auch nochmal ein kurzer Einblick sein, wie das so im Grunde funktioniert. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Bis bald.